Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Wie ihr schon seht, ich bin nicht zu Hause, hinter mir steht eine Palme und alle, die auf Instagram meinen Kanal verfolgen, wissen es, wir sind im Urlaub in Namibia. Alle, die mich noch nicht verfolgen, am besten gleich abonnieren. Und weil ich geschrieben habe, dass es ein Familienurlaub ist, habt ihr mir viele Fragen geschickt und von denen möchte ich jetzt wenigstens, nachdem morgen unser Urlaub schon zu Ende ist, einige beantworten. Der Grund, warum wir hierher gereist sind, ist nämlich, dass wir hier ein Familientreffen hatten. Der Großvater meiner Großmutter ist vor 150 Jahren als Missionar nach Namibia gekommen und sowohl meine Großmutter als auch meine Mutter sind hier in Namibia in Swakopmund geboren. Meine Mutter ist allerdings schon mit 8 Jahren nach Deutschland dann gezogen und deswegen sind wir der Teil der Familie, die nicht mehr in Namibia lebt. Deswegen waren wir natürlich sehr froh, dass wir hier zu diesem Familientreffen kommen konnten und viele Verwandte sehen, die wir schon ewig lange nicht mehr oder noch überhaupt nie überhaupt jemals gesehen haben. Lisa Bächle fragt, ist deine Mutter afrikanisch? Meine Mutter ist zum einen leider schon vor 11 Jahren gestorben, zum anderen, sie ist eben in dem damaligen Südwestafrika geboren. Eine Kolonie der Deutschen war das damals, ist aber insofern nicht afrikanisch, sondern eine Deutsche gewesen, hat ja dann auch ihr Leben lang in Deutschland gelebt. Deswegen auch die Frage von Manisha Schiebler, wenn deine Mutter aus Afrika kommt, wieso bist du nicht dunkelhäutig? Ja, weil meine Mutter eben eine deutschstämmige Südwestafrikanerin gewesen ist. Lena VH8 fragt, wie viele Familienmitglieder sind bei eurem Familienfest? Also ich glaube, bei dem Zusammentreffen waren ungefähr 25 bis 30 mit allen Kindern und allem drum und dran. Um gleich noch die Frage von Tore zu beantworten, aus wie vielen verschiedenen Ländern kommen jetzt Familienmitglieder von euch? Also die meisten sind natürlich hier aus Namibia gewesen, die sich teilweise auch schon sehr lange nicht mehr gesehen hatten. Einer war auf jeden Fall aus Südafrika, der Mann von unserer Gastgeberin hier kommt ursprünglich aus Mauritius und dann waren noch 2 Familien da aus der Schweiz. Christian hat gefragt, wie lange seid ihr geflogen und war eure Reise angenehm? Ja, wir sind geflogen sehr lange. 25 Stunden hat der Herflug gedauert. Der Rückflug ist ein bisschen kürzer. Wir fliegen über Doha, weil das günstiger ist. Der Direktflug mit Air Namibia von Frankfurt würde ungefähr 1200 Euro pro Person kosten. Der Flug über Doha mit Qatar Airways hat ungefähr 800 Euro pro Person gekostet. Das hat uns dann durchaus gereicht bei 4 Leuten. Angenehm, würde ich mal sagen. Also jedenfalls die Anreise, 25 Stunden fliegen, auch wenn es in 2 Teilen sind, ist nicht unbedingt angenehm, nein. Wie teuer ist so eine Reise, fragt Joe-Andrews. Kommt drauf an, wie gesagt, zum Flug habe ich gerade was gesagt. Wir hatten dann noch ein Auto, das mit den beiden Dachzelten, das hat 1100 Euro gekostet für die 14 Tage. Das ist eigentlich relativ günstig und dann kommt es eben drauf an, was man macht. Wir hatten Campingplätze und haben natürlich viel bei Verwandten gewohnt. Ich glaube, wir haben die Hälfte der Nächte bei Verwandten wohnen können, die andere Hälfte auf Campingplätzen und da war der teuerste 25 Euro pro Person und der günstigste 10 Euro pro Person, also das geht. Wenn man natürlich anfängt, in Lodges zu gehen, da sind hier inzwischen die Lodges auch ziemlich, sage ich mal, gierig geworden, weil die Gäste offensichtlich bereit sind, das zu zahlen. Also wir hatten Lodges, da hätte eine Nacht für uns 600, 700 Euro gekostet. Das ist überhaupt keine Frage. Das ging nicht, deswegen dieses Auto mit den beiden Dachzelten. Zu leben ist es hier relativ günstig. Man bekommt für 1 Euro 16 Namibien Dollar. Das heißt, es ist ein ganz günstiger Kurs und man kann sich eigentlich dann sehr günstig hier ernähren. Max fragt, wohnt ihr in dem Zelt auf dem Auto? Ja, jedenfalls 4 Nächte oder 5 haben wir, glaube ich, in der ganzen Zeit, vielleicht auch ein bisschen mehr, in dem Zelt geschlafen. Das ist so mittelbequem, vor allem wenn man immer zu zweit in einem Zelt schläft. Mit 1,20 Meter ist es ein bisschen knapp bemessen, sodass man dann immer sich überlegen muss, wie rum man gerade liegt. Und gerade die letzte Nacht, wir im Zelt geschlafen haben, war es sehr kalt. Dann bekommt man doch so ab 3, 4 Uhr nachts kriegt man dann kalte Füße. Dann hatten wir draußen Pferdegewirr und Getrampel. Da muss irgendwie ein Schakal oder eine Hyäne ums Zelt geschlichen sein. Also man ist ja auf dem Dach. Aber da waren wir dann ein bisschen unruhig und deswegen haben wir dann auch mal das Pipi-Machen verdrückt und sind dann nicht aufs Klo gegangen und haben gewartet, bis die Sonne wieder draußen war am Morgen. Janis Gollwitzer fragt, hattet ihr schon mal Probleme mit Krankheiten? Also eigentlich hatten wir keine Probleme mit Krankheiten, nur ich habe mir, glaube ich, an irgendeiner Hackfleischtasche, die ich leider am 5., 6. Tag gegessen habe, den Magen verdorben und das hat mich dann eine Woche fast beschäftigt. Zoe Gu fragt, reist ihr alleine durch die Gegend und wenn ja, ist das gefährlich? Also wir sind halt als Familie durch die Gegend gereist und gefährlich, also es passieren Dinge. Durchaus, wenn ihr jetzt wilde Tiere ansprecht,
Und solange man sich da immer in Camps aufhält und mit Guides durch die Gegend fährt oder so, sage ich jetzt mal, glaube ich, ist es nicht so gefährlich. Und ein bisschen aufpasst, dass man am Lagerfeuer nicht auf einen Skorpion tritt oder so. Also es gibt so ein paar Grundregeln, dass man keine Schuhe draußen hinstellt und sie dann einfach morgens anzieht, ohne reinzugucken. Aber ansonsten, was die Menschen betrifft, ich denke auch da, man muss einfach ein bisschen aufpassen und jetzt nicht irgendwo seine Kamera offen im Auto liegen lassen oder mit dem Handy und dem Geldbeutel in der Hand durch eine einsame Straße bei nachts laufen, weil natürlich es gibt auch Leute, die in 3 Monaten so viel verdienen, wie diese Kamera wert ist, und dass die dann haben wollen, ist natürlich auch irgendwie verständlich. Daran schließt sich die Frage von Lasa an. Habt ihr Armut gesehen? Ja, haben wir schon gesehen. Also wir haben zum einen gesehen, hier, wenn man aus Windhoek rausfährt, dass es da so richtige Wellblechhütten gibt, wo Menschen schlafen und nichts Besseres zu wohnen haben. Das ist zum einen, man sieht Kinder, die betteln auf der Straße. Also es ist jetzt nicht übermäßig viel, aber das gibt's. Es ist eher so, dass einen auch so der Tankwart fragt oder der Guide, dem man ein Trinkgeld gibt, der fragt einen dann auch schon mal, ob man noch ein Wasser oder ein Stück Brot oder was übrig hat. Also wenn ihr mal nach Namibia reisen solltet, nehmt, wenn ihr unterwegs seid, immer vorne ein paar kleine Sachen zum Rausgeben oder kleine Flaschen Wasser mit. Clemens fragt, Umweltbewusstsein? Ja, du spielst damit auf die lange Reise an, die wir gemacht haben. Das wird mal ein eigenes Video, was ich zu diesem Thema mache. Ich denke, wir machen sicherlich viele Dinge, die nicht gut für die Umwelt sind. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn wir zu einem Familientreffen fahren und diese Familie nun in Namibia lebt und dieses Treffen dort ist, dann ist das für mich ein Grund, die Prioritäten so zu setzen, dass wir trotz des CO2-Fußabdrucks, den wir damit verursachen, zu diesem Familientreffen fahren. Das ist eine Entscheidung. Shiba fragt, wie ist Namibia? Wie leben die Menschen? Gibt es Ähnlichkeiten zu Deutschland? Ähnlichkeiten gibt es sicherlich. Also es ist so. Namibia hat eine Fläche von Deutschland und Frankreich zusammen. Auf dieser Fläche leben ungefähr 2 Millionen Menschen. Also gut halb so viel wie in Berlin. Wenn ich es richtig habe, sind von diesen 2 Millionen ungefähr 2% weiß und 22.000 deutschsprachig oder deutschstämmig. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Zum Beispiel in Swakopmund sieht man noch sehr viel von der deutschen Vergangenheit. Auch in Windhoek heißen viele Straßen noch Beethovenstraße, Schubertstraße und so weiter. Aber die Deutschen sind ganz klar in der Minderheit hier. Lockenerna fragt, wo genau liegt Namibia? Ja, das hat natürlich der Oscar in seinem super Video mit den Drohnenaufnahmen in der Wüste hervorragend erklärt. Deswegen schau dir das an. Gleich am Anfang siehst du, wo Namibia liegt, und dann schau dir auch den Rest des Videos an. Zuletzt möchte ich noch die Frage von David Weckerle beantworten. Was war das schönste Erlebnis bis jetzt? Ja, nachdem wir morgen nach Hause fahren, kann ich das eigentlich ziemlich gut sagen. Es gab viele schöne Erlebnisse und ich möchte ein paar davon rausgreifen. Tatsächlich das Familientreffen selbst war verbunden mit einem Gottesdienst, und auch wenn man nicht so oft in den Gottesdienst geht, das war eine besondere Sache, denn das war in Okahandja, und diese Kirche hat mein Ur-Urgroßvater dort errichtet, gebaut. Und in dieser Kirche haben wir einen kleinen Gottesdienst mit unserer Familie gefeiert, und das war ein wirklich besonderer Moment, das muss man einfach sagen. Dann die Fahrt durch den Erindi-Park mit den Drohnenaufnahmen, die der Oscar in seinem Video zusammen komponiert hat. Das war ein wirklich wunderbares Erlebnis. Und dann muss ich sagen, war natürlich ein Besuch bei einem Verwandten, der eine Farm in der Wüste hat, ganz besonders. Da haben wir wunderbare Fahrten durch die Dünen gemacht und die Sonne untergehen sehen. Das waren 3 besondere Momente, und wir hatten wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit, bis auf die Magenbeschwerden. Ja, morgen endet die Reise. Ich hoffe, ihr seid auch wieder danach dabei bei meinen Videos. Gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert und aktiviert die Glocke. Kommentiert gerne, wenn ihr noch weitere Fragen habt zu Namibia. Ich beantworte sie gerne auch in den Kommentaren. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Euer Dieser Dad.